Willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Was gibt's zu sagen? Ja, ich habe mein E-Mail pro Thunderbird ausgeschaltet. Jetzt sollte es keine E-Mail-Benachrichtigung mehr kommen, also kein Ding. Und das, ja, das ist gut. Und was ich als nächstes sagen wollte, ich habe mich ein wenig über Pasaag informiert. Ja, wenn wir nochmal Pasaag spielen sollten, geht jetzt schlecht, dann werde ich vielleicht mal eine Partie gewinnen. Das wäre doch auch mal was. Das ist ein Sperrgebiet. Was habt ihr hier zu suchen? Ja, komm ein bisschen näher, ne? Jetzt passt mal auf. Ich habe alle Ausrüstungspapiere, die ich benötige, hier. Wirklich? Oh, dann seid ihr einer der Spurensucher, die der Commander schicken wollte, oder? Ganz ohne Eskorte. Ihr seid wirklich mutig. Wir haben schon eine Patrouille verloren. Diese verdammten Rackghoul. Da unten wimmelt es von diesen Biestern und wir haben kein Rackghoul-Serum mehr. Außerdem gab es schon mehrere Gefechte mit den Swoop-Banden aus den Slums. Wir sollten in der Oberstadt bleiben. Dort haben wir wenigstens alles im Griff. Ohne Eskorte? Guck mal, da ist eine Twi'lek, die folgt mir. Und links aus dem Bildschirmrand raus ist Carv. Gilt das nicht als Eskorte? Nein? Okay. Ihr sagt, ihr hättet bereits eine Patrouille verloren? Seid ihr deshalb hier? Sollt ihr die Jungs suchen? Ich hätte nicht gedacht, dass die jemanden schicken. Sie waren in den südlichen Slums, als der Kontakt abgebrochen ist. Ich würde sie ja selbst suchen, aber ich muss erst die abgestürzten Rettungskapseln finden. Auch wenn das den Tod unserer Jungs bedeutet. Mist, warum können wir nicht sagen, wir haben die abgestürzten Rettungskapseln schon durchsucht, da ist nichts. Dann würden wir die ja retten, das wäre doch toll. Ah gut, es sind Sith. Sind zwar böse, aber wir sind schließlich gut. Obwohl, wenn wir zu denen gut wären, dann wäre es praktisch so, als wären wir böse. Naja. Warum gebt ihr die Suche nicht einfach auf? Hey, ich würde niemals einen Befehl verweigern. Ich mag keine Kriegsgerichte und Exekutionen. Ich habe nur laut gedacht. Das muss der Commander gar nicht wissen. Los, Patrouille, zurück an die Arbeit. Je früher wir hier fertig sind, desto schneller können wir aus diesem mutantenverseuchten Loch verschwinden. Ja, ist gar nicht mal so schlechte Idee. Ihr könntet praktisch wie ich sein in Sith-Uniform verkleidet. Ich hab die Leute ja mit der Sith-Uniform auch alle verarscht. Wäre doch möglich, dass die genauso wären wie ich. Glaube ich auch nicht. Ist das eigentlich richtig, dass ich Waffen in der Hand, Fernwaffen? Keine Ahnung, ich bin jetzt an Knights of the Old Republic 2 gewöhnt. Ja, ich glaube, es ist richtig. Ich hoffe, es ist richtig. Ja, klar, es ist richtig. So treffe ich wenigstens, habe ich doch gesagt, ne? Ja, stimmt. Klar. Da muss ich kurz was machen. Das geht gar nicht, das ist viel zu laut. Ich habe gemerkt, man versteht mich kaum. Das ist ja schon fast ganz unten, was soll denn das? Wer drunter soll ich denn noch machen? Oh mein Gott. Immer noch zu laut. Moment. Stell die Sprecherlautstärke runter. So. Oh, Mission ist tot. Wer hätte das nur erwartet? Ich bin gleich aber auch tot. Schlecht, bin tot. Na 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 na. Na na na. Ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, es war ist auch in anderen Games so. Man kann von Gift nicht sterben. Kann man doch? Bereit. Ich dachte eigentlich immer, das wäre so, das Gift bringt einen auf Lebensenergie 1 runter und fertig ist. Ich glaube, ein Rackghoul hat mich jetzt irgendwie erwischt. Carv, du schaffst das! Komm schon, Carv! Du bist der Beste! Ja, hat's geschafft. Toll, und jetzt haben wir alle ein Leben. Super! Damit soll ich jetzt das Spiel machen. Bereit. Ja, man kann natürlich alle Gruppenmitglieder spielen und so sieht sie aus. Ziemlich hübsch, ne? Ja, für eine... Wie alt war die? 14? Ja, ich meine 14. Ja? Bereit. Ja? Aha. Übrigens, die Texturen sind auch sehr geil. Ich finde das Spiel allgemein sehr geil. Wenn ich Ansichtsauswahlmenü zwischen Carvs aussehen wählen könnte, würde ich Carvs aussehen nehmen, denn das ist meiner Meinung nach das Beste. Das sieht einfach cool aus.
Nur wir sind halt der Hauptcharakter, deshalb rüste ich mich und so aus und ich kauf. Guck mal das Leben an. Null. Ich guck mal eben hier. Ja, eins. Wir haben so viel Leben, dass ein Lebenspunkt so viel ist. Das ist schlecht. Besonders wenn das Leben nicht einfach wieder hergestellt wird, ist das schlecht. Ich muss ein verbessertes Medikit nehmen, das gefällt mir nicht. Verdammt! Leiche Soldat. Das ist wohl einer der Typen mit der Patrouille da, bla bla bla. Energiestrahlsplitter? Was sind das? Schwerer Kampfanzug? Oh, guck ich mir mal an. Ah nee, ist Kampfanzug, stimmt. Obwohl, habe ich einen Kampfanzug an? Ich habe eine republikanische Rüstung an. Ah, die ist genau. Moment, spezial. Aufrissbar Panzerung. Und hier ist gar nichts spezial. Ja, dann behalte ich die natürlich, so logisch. So, er kriegt dann auch einen schweren Kampfanzug. Und Mission, du musst leider herhalten mit einem normalen Kampfanzug. Aber ist ja eh nur ein Lebensenergie, ein Schutz weniger, also von daher reg dich mal nicht auf. Waren wir jetzt eigentlich schon überall in den Slums? Da waren wir noch nicht bei der skelettierten Leiche. Wir waren eigentlich schon bei der skelettierten Leiche, aber nicht bei der. Haben wir die schon ausgeraubt? Ich muss jetzt immer nachgucken, weil es nicht dabei steht. Ja, haben wir. Gut. Ich guck nochmal nach. Haben wir auch wirklich alles jetzt? Ja, übrigens, über uns ist, wie schaut man sich um? Nein, möchte ich nicht. Moment. Ja, über uns ist Dach. Ja. Genau. Das habe ich bis zu meinem vierten? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich ein paar Playthroughs nicht gewusst. Also ein paar Mal, wie ich das Spiel durchgespielt habe, habe ich nicht gewusst, dass über mir ein Dach war in der Unterstadt. Wusste ich nicht. Nö, Mist, jetzt ist Feststeller an. So, jetzt ist wieder aus. Ich will Feststeller aus haben. Sonst macht der Scheiße und dann. Hier ist der Eingang in die Kanalisation, whatever. Dann schreibe ich nur noch groß und das will ich ja nicht bei Skype und so. Naja. Gehen wir hier rein und in die Kanalisationstür. Und ich sollte speichern, denn da kommen Gegner. Er hat es nicht anders gewollt. Warum hat Karf wieder mehr Leben? Das Leben füllt sich in diesem Teil nicht auf, solange man die Fähigkeit nicht hat. Haben die die Fähigkeit? Nimm das. Wie viel Erfahrung brauche ich noch bis zum nächsten Level up? 17, nein. Oh Gott. 3000. 4000. 3500. 3600. Ich weiß es nicht. Egal. Legal. Leiche. Die Musik ist cool, aber ich muss sie leise machen, sonst versteht man mich nicht. Obwohl, so leise ist eigentlich auch übertrieben. Untertrieben. Haha. Leise, untertrieben. Laut, übertrieben. Ja, stimmt doch so. Nein. Ist übertrieben, dass es zu leise ist? Egal. Egal. Ah cool, will ich hier wirklich rein? Ich glaube nicht, aber ich habe keine andere Wahl. Gruppenzug fallen. Ich falle gleich auch wieder, ne? Das ist schlecht. Bitte nicht. Bin ich so schlecht? Ich muss leveln. Wie? Monster, die man einmal erledigt hat oder Leute, die man einmal erledigt hat, kommen nicht wieder in diesem Spiel. Ist leider so. Ah, toter Rebell, wenigstens war es nicht ganz umsonst. Tagebuch des gelobten Landes. Da tickt aber. Da, ja. Da macht's Ding, ne? Ja, klar. Was steht denn drin? Liest du da vielleicht auch? Knights of the Old Republic 2 liest du da direkt. Nein. Moment. Was dann? Probe das? Oh mein Gott. Die bringen wir natürlich gleich nach oben, ne? Ist klar. Zu unserem hier Krankenhausding. Wo ist er? Hier. Jetzt musste man sie finden, ne? Super. Zeigen neu. Genau, zeig mir die neuen, genau da. Dieses Tagebuch enthält Informationen über die lange und beschwerliche Suche nach dem gelobten Land. Allerdings geht aus den unvollständigen Karten und kryptischen Notizen nicht hervor, ob es das gelobte Land tatsächlich gibt oder nicht. Das Tagebuch selbst reicht nicht aus, um das Mysterium zu lösen. Es könnte jedoch ein wichtiger Teil des Puzzles sein. Sehr interessant. Also, ab jetzt achten wir immer auf tote Rebellen. Denn die Schülerin von Ruke war auch ein toter Rebell. Ich häng fest. Ah, danke. Ja, manchmal hängt man fest in diesem Spiel. Das ist sehr seltsam.
Wirklich. Es ist sehr seltsam. Ich verstehe es nicht. Aber gut. Hier hoch in die Kanalisationstür. Vier Gamorreaner. Wie gehen wir vor? Natürlich. Ja? Erstmal ja? Schicken wir Mission in den Tod. Jetzt habe ich den Solo-Modus nicht eingeschaltet. Runter damit. Ist egal. So, und jetzt erledige ich die hier auf meine Weise. Ah, Gamorreaner, der stirbt Gamo. Gamo? Ja, genau. Stirb Gamo! Ja, und Rack, ne? Gamo und Rack. Die Gamo und Rack und meine Teamkameraden sind tot. Schlecht. Ich brauche mehr Medikits, ist ja schlimm. Da findet man ja einen Silent Hill mehr. Viel mehr. Was? Der Gamorreaner hat sich gerade nicht wirklich geheilt. Oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass sie hier können. Die sind doch so dumm wie...